Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch wieder auf Mirage. Was soll der Scheiß, Heide? Nein, only Mirage jetzt oder wieder was? Naja, ihr wisst. Oh, war das eben. What? Habt ihr das. Hä? War das. Sind eben alle drei Cities gestorben auf einmal? Das sah eben so aus, wobei die gar nicht in der Reihe standen. Alter Falter, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Wir hatten es ja schon öfter, dass auch im Gegnerteam welche gecheatet haben, also dass man praktisch den Trust-Faktor oder wie Trust funktioniert eben live im Overwatch sehen kann, weil Cheater mit Cheatern zusammengepackt werden aufgrund der schlechten Trust-Faktoren. Das sah eben stark danach aus, weil der eine T wirklich, also... Alter, Alter, what the fuck? Habt ihr das gesehen? Ich meine, es wird ja eh gespult, wenn er stirbt. Aber guck mal generell, was die Leute für Kills machen. Guck mal, der da oben. Guck mal. Der hat einen Spinbot immer. Der ist gerade geflogen. What the fuck? Okay. Also, hier einfach nochmal für alle eben, obwohl ich denke, die meisten haben eh begriffen, wie Trust funktioniert, aber. Ja, Trust führt eben Leute mit schlechtem Faktor zusammen. Und hier sieht man so ein typisches Low-Trust-Game. Da oben seht ihr einen, warte mal, man kann die Maus jetzt nicht sehen, ne? Shit, man sieht die Maus nur so ganz ruckelig. Das ist ein bisschen DM hier. Manchmal sieht man so voll da oben, ne? In Palace halt hockt einer mit Spinbot. Unten ist auch noch einer. Ich glaube, Kalf ist auch noch am Hacken. Er hier auch. Sparrow, guck mal. Guck mal, guck mal wie er abgeht. Wir dancen. Das hier ist ein richtiges Hacker-versus-Hacker-Game. Eben durch das Trust-System zusammengeführt. Sehr, sehr nice. Also ich meine... Ja, nee, ich meine gar nichts. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Also man kann sehr stark davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich jeder Einzelne von diesem Spiel... Wir schauen nochmal kurz in die Stats. Ja, okay, Vortex vielleicht nicht zwingend, beziehungsweise schlechte Statistiken sagen in dem Fall nicht zwingend aus, dass sie nicht cheaten, sondern, guck mal, er dreht sich am Spawn, sondern nur, dass die Cheats, die sie benutzen, zu schlecht sind. Also zu schlecht eingestellt sind oder eben an sich zu schlecht sind. Also ein kostenloser Cheat kann gegen einen teuren Cheat wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Ich kenne mich da kaum aus. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da sehr große Unterschiede gibt in Sachen Cheats. Und dass es bei richtigen Cheater versus, also Hacker versus Hacker Games, die aber natürlich nicht auf offiziellen Servern ausgerichtet werden, dass es da wirklich darum geht, seinen Cheat perfekt einzustellen. Also da ist auch dieser Kampfgeist da, wenn man da überhaupt davon sprechen kann, dass man seine Cheats so hart wie möglich optimiert und ja eben die anderen Cheater kaputt klatscht. Aber da diese Spiele... extra für und nur mit Cheatern ausgeführt werden, ist es halt was ganz anderes, wie jetzt sowas hier. Also das sind jetzt wahrscheinlich irgendwelche kleinen Hans-Wurst-Kiddies, hundertprozentig Non-Prime. Ich nehme auch an, wahrscheinlich alle unranked. Alter Falter, hast du das gesehen? Schissel, Mann, jetzt habe ich keine Cam, ihr müsst in meinen Kopf sehen, ich bin knallrot vor Freude. Ja, also das hier ist, ich denke, ein ziemlich krasser Low-Trust, also so low, wie es nur geht. Ich nehme an, alles neue Accounts. Alles kleine Pisser, die sich dachten, ich mache mir jetzt einen neuen Account und brenne mal eben am Spawn ab. Verschissener Vollidiot, alter Falter. Okay, wow. Da muss ich eigentlich noch eins hinterherklatschen. Ah, warte mal. Ach, scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Das ist jetzt irgendwie DM. Ich dachte, das geht noch ein bisschen länger. Mann, warum muss das jetzt so kurz gehen? Okay, gut, komm, dann machen wir jetzt hier die ganze Sache live. Also, er hat gelockt immer wieder. Hat sehr wahrscheinlich auch durch die Wände geglotzt. Beziehungsweise hat auch durch die Wände geglotzt, ne, wusste, wann sie kommen und hat dann am Schluss noch drauf gelockt. Auf Other External Assistance habe ich jetzt nicht geguckt. Aber, achso, ja, und Griefing, ist ja eben, ne, da war eigentlich nichts Großartiges, oder? Was meint ihr? Ich mache das jetzt doch live. Achso, fuck, was habe ich letztes Mal gedrückt? Ah! Oh, Shittle, das war gerade vor zwei oder drei Tagen. Ne, vor vier Tagen und ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube, ich habe letztes Mal entweder nichts oder nur Vision gedrückt. Das war dieser Fall, der sehr, sehr schwer war. Muss ich nochmal nachdenken. Aber gut, ich drücke ihm jetzt das hier und das hier. So, zack, du Kacknase. Und dann werden wir einfach noch geschwind eine Runde live Arms Race spielen. Mal gucken, ob ich wieder einen kleinen Sieg hinbekomme. Ja, und derweil schwätzen wir einfach noch ein bisschen über die Trust-Geschichte. Also das ist so der Idealfall, wie Trust funktionieren sollte. Aber wir wissen leider auch alle, dass kein System perfekt ist. Und auch Trust ist nicht perfekt. Also immer wieder schreiben mich Leute an, die sagen, hey, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, 500 Stunden und ich spiele gegen jemanden, der seinen Account scheinbar erst gestern gemacht hat und so weiter. Also es ist auf jeden Fall nicht perfekt. Das System klappt nicht zu 100% optimal. Wobei es, glaube ich, kein System gibt, das hundertprozentig funktioniert. Also immer und immer wieder bei jedem gleich. Und ja,
des Weiteren ist Trust ja auch nochmal so, dass Valve ja nicht genau sagt, woran das liegt. Ne? Sie haben eine große Anzahl an Möglichkeiten gegeben, beziehungsweise haben schlicht und ergreifend gesagt, dass natürlich der Steam-Account, oh mein Gott, sehr, sehr wichtig ist, aber mehr auch nicht. Sie wollen keine Einzelheiten bekannt geben, was auch Sinn macht, weil wenn man Einzelheiten bekannt geben würde, könnten sich Cheater, beziehungsweise Leute, die das System ausnutzen wollen, ja auch, Falter, ja auch darauf einstellen und sich eben genau an diese Dinge machen. Ja? Darum darf es nicht einfach öffentlich gemacht werden, was man machen muss, um seinen Trust-Faktor zu erhöhen. Also was speziell. Es könnte ja sein, bleib mal stehen, du sagst, ah, oh, Support, okay. Es könnte ja, hallo? Es könnte ja sein, dass es vielleicht nur an ein, zwei Dingen sehr, sehr groß liegt, also sehr, sehr groß liegt, dass ein, zwei Dinge extrem wichtig sind, um den Trust-Faktor zu verbessern oder zu verschlechtern und viele andere Dinge dann gar nicht so wichtig sind, sondern nur minimalst. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Reporten, oh mein Gott, dieses Reporten an sich, es, viele gehen davon, Alter, hallo? Nein, jetzt holen die auf! Fuck, bitte schnell, bring mich um! Komm schon, hier, ja. Alter, was war das? Jetzt habe ich hier noch den Bug des Grauens. Oh mein Gott. Oh, das ist bitter, wenn man so ausgebremst wird. Wisst ihr, später hängt es dann an ein paar Sekunden, wo ich jemanden knifen muss. Und die fehlen mir jetzt, weil ich Grasdackel hier mal eben meinen Kopf festgehangen habe. Komm, zack. Fuck, jetzt habe ich meine Rede vollkommen vergessen. Achso, ja, mit dem Reporten und sowas. Also Reporten ist natürlich eine Sache. Wenn jemand ständig reportet wird, immer, in jedem Spiel 30 Millionen Mal. Natürlich... Alter Falter, ist der Bad Kerl. Natürlich fällt es dann negativ in euren Trust-Faktor. Aber wenn ihr halt ab und an mal reported werdet, dann ist es nicht tragisch. Natürlich weiß Valve und Co., die wissen, dass Reports ständig fallen. Ich meine, wenn man guckt, wie oft ich schon reported wurde, ja, dann müsste ich eigentlich den schlechtesten Trust der Welt haben. Also macht euch da keine großartigen Gedanken, wenn ihr ab und an reported werdet, beziehungsweise auch Reports raushaut. Es soll euch natürlich nicht davon abhalten, eigene Reports zu machen, also beziehungsweise selbst zu reporten. Ja, das soll der Trust-Faktor nicht verhindern. Das ist vielleicht nochmal eine Sache, die angesprochen werden sollte, weil mich viele diesbezüglich eben immer wieder anschreiben und sagen, ja, nicht mein Trust ist schlecht, weil ich reported werde, aber das ist extrem unwahrscheinlich. Es ist natürlich schon mit einbezogen, dass die Community verweichlicht ist und eh andauernd, Alter, was? Der hat mich noch geneift, dieser Vogel? Bin ich nicht davor gestorben? Naja, es ist natürlich mit einbezogen, dass die Community komplett verweichlicht ist und andauernd reportet. Und deswegen ist natürlich der Trust-Faktor nicht sofort sauschlecht, wenn du einmal selbst jemanden reportest, beziehungsweise meinetwegen in jedem zweiten oder dritten Spiel ab und an mal eine Person reportest. Das ist nicht sehr schlimm. Also, oh mein Gott, oh mein Gott! Jetzt falle ich komplett zurück. Ich hab's genau gewusst! Diese blöde Hängerei, die hat mir es jetzt gegeben. Zack! Ah, habe ich jetzt... Ah ja, IOP, okay. So, Gegnerlein, wo seid ihr? Ich sehe keinen. I'm fucking blonde. Ich bin verschissen blond. Hallo? Ah, Wahnsinn, oder? Wie ich jetzt keinen sehe. Ah, jo, jetzt ist er bei uns auf dem Kackding. Ich bin doch hier jetzt bei ihm, ne? Ah, Gottes Willen. Ich bin aber auch echt blind. Alter. Oh mein Gott. Du Scheiße, was ist mit dir los? Ich habe nie erlebt, dass das so eine Action ist. So eine Hektik. Nein, nein, nein. So. Kommt der nächste noch? Wo ist der Sack? Ich weiß nicht, ob ich den einholen kann, den Lurch. Alter, da sind echt richtig krasse Boys dabei. Oh mein Gott. Ich springe ihm einfach vors Visier. Ich bin so ein Dödel. Ja, also macht euch da keine großartigen Sorgen. Ich wurde in diesen ganzen Jahren, in denen ich bereits spiele, wurde ich weiß nicht, wie viel 100 Mal insgesamt reportet. Das macht wirklich keinen so großen Unterschied. Es kommt wirklich auf die Masse drauf an. Jemand, der wirklich hackt, beziehungsweise der wirklich am Smurfen ist, ja, der wird unglaublich oft reported. Und da merkt dann wiederum das System alles. Klar, da kamen in den letzten Wochen 5000 Reports zusammen. Höchstwahrscheinlich stimmt was mit dem nicht. Na also, und ich denke, das macht auch Sinn, ne? Dass es so funktioniert. Komm, sehr schön, sehr schön. Also die Runde ist ja abnormal. Ich habe noch nie so eine... Na gut, noch nie, wenn es... Komm schon, wäre jetzt untertrieben. Aber ich habe nicht allzu oft Runden, wo die Leute so am Hasseln sind. Also so richtig am Durchrennen und Knifen und hast du nicht gesehen. Holy shit, dude. Hinter mir ist auch wieder einer gewesen. So. Du musst dich halt auch manchmal fokussen, weißt du? Wenn es dann langsam auf den Sieg zugeht. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Hallo.
Oh Gott, er zieht sogar dann. Oh, ich hätte den Kill geklaut. Oh, jetzt platschen wir mal gleich das Ei. Oh mein Gott. Ah! Hallo, Sir. Na also. Alter, ich jump hier runter. Ich hab keinen Bock, in dem Tunnel des Grauens zu hocken. Okay, also ich bin im Moment vorne. Also beziehungsweise nicht. Ich habe keinen Vorsprung oder so, aber ich stehe zumindest ganz oben. Na also. Schön, dass der Headshot noch reinging. Ohohoho. Mal gucken, ob das jetzt. Aber wenn die so rumhasseln, das wird wirklich ein Riesenkrampf, die jetzt zu knifen hier. Die sind so schnell, ist unglaublich. Alter, wo ist der? Da oben. Ich versuche mal kurz hier zu chillen. Ich bin gerade noch der Einzige mit dem Knife. Also es könnte vielleicht was werden. Da kommt einer. Nee, ich kann. Sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Richtig edel, dass das jetzt auch noch live geklappt hat. Wunderschön. Und ich gehe direkt... Oh, Leute, ich wollte eigentlich rausgehen. Ja, das war es dann soweit hier wieder für das Video. Vielen, vielen Dank. Es war hoffentlich für euch etwas belustigend. Vor allem die Sache mit dem, ihr wisst schon, mit dem kleinen Hexer... Mit dem Cheater Hacker vs. Hacker Game. Sehr, sehr nice. Ihr wisst, aktuell gibt es gerade auf YouTube... Ach so, das ist ja nicht auf dem Account. Bleibt mal kurz dran. Wisst ihr, ich habe meinen zweiten Account mit Skin Baron verbunden und wenn wir da die Skins bekommen, gehen die immer auf meinen zweiten Account. Ich zeige euch nochmal ganz kurz. Ach, ihr wisst ja, wie sie aussieht. Es gibt gerade eine USPS Neo Noir. Nee, halt, ich habe doch sogar eine auf dem Main. Bin ich dumm? Also, es gibt eine... Alter! Eine USPS Neo Noir. Jetzt nicht genau die, aber halt die andere, die ich auf meinem zweiten Account habe. Und auf Twitch, die Livestreams gehen dann höchstwahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich nächste Woche ganz normal wieder weiter. Gibt es eine Kill Confirmed. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen, vielen Dank auch für eure Daumen, ihr habt wieder richtig reingehasselt, gerade jetzt im letzten Video, ist einfach immer wieder nice und auch die Kommentare sind der Hammer, Dankeschön dafür, ich bin wieder 2-3 Tage hinten dran, aber das hole ich jetzt noch easy auf und dann, lesen wir uns, ich lese jeden Kommentar, ich beantworte jeden Kommentar, danke für eure Aktivität, haut ordentlich rein, macht's gut, Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, außer diese Woche, weil da eben Feiertage sind, haut rein, ciao, ciao.